Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge von Just Cause 3. Diesmal sind wir tatsächlich auf dem Weg zur nächsten Story-Mission und zwar elektromagnetischer Impuls, die wir jetzt starten werden. Und der Startpunkt ist hier. Wo können wir jetzt hier am besten landen? Ich glaube, wir landen mal lieber ein bisschen weiter hinten. Sicher ist sicher. Jedes Mal, wenn man landet, könnte man denken, das Ding explodiert gleich. Aber es hört sich nur so brutal an. Ja. Alles klar, los geht's. Schöne Aussicht. Ja, wirklich fantastisch. Folge den Kabelschächten. Lass mich raten. Die liefern Energie an die Waffen für Diravellos Hauptbasis. Ja, genau. Der Bavarium-EMP benötigt sowohl Energie als auch Daten. Wenn wir die Kabelschächte zerstören, verliert die HSW beides. Jetzt finde den Ausgangspunkt. Und zerstöre ihn. Kinderspiel. Finden wir raus, wo die hinführen. Gehen wir. Das hatten wir doch schon mal machen müssen, oder? Wir haben doch schon mal so Pipelines verfolgen müssen, glaube ich. Naja. Endlich, okay. Also gut, können wir hier noch irgendwas sammeln? Ist der Heli noch da? Ich meine, mit dem Heli wäre es ja deutlich einfacher. Aber der Heli ist natürlich weg. Die gute alte Frau ist jetzt mit unserem Heli losgeflogen. Wahrscheinlich hat sie gar keinen Flugschein. Aber sie fliegt trotzdem. Oh, der ist aber knapp dran vorbeigefahren. Erreichen haben wir. Dann geht's, keine Ahnung, sollen wir jetzt hier rüber? Folge weiter den Rohren. Mach ich ja, Mensch. Wahrscheinlich wäre so eine brutale Mission, die sich über Stunden erschreckt. Oder erstreckt. Erstreckt, genau. Muss ich da jetzt durch den Tunnel durch? Nee. Ich glaube nicht, oder? Oh Mensch, Alter, komm schon. Du musst doch jetzt. Es muss jetzt hier in Reichweite sein jetzt. Auch zu einem HSW-Kontrollzentrum. Wäre logisch. Deaktiviert vermutlich EMP-Waffen, die Korda Drakon schützen. Keine Rohre mehr. Oh nein. Hier sind wieder Boote. Muss unter Wasser sein. Komm hier hoch. Ja, und jetzt muss ich gucken, wie ich das wieder mache. Ich habe natürlich keine Munition mehr. Das ist ja wieder ganz klar. Ah, Mensch. Einfach schon wieder geil. Wenn du keine Munition hast, das passt. Wie kann ich die Dinger jetzt am besten kaputt machen? Töte die Wachen. Vielleicht meinen die mit Wachen ja nicht unbedingt die Schiffe. Alter, wie übertrieben ist denn das bitte schon wieder? Wie übertrieben sind denn diese Wachen jetzt schon wieder? Nein! Tot! Was hat er, mein Raketenwerfer? Sehr gut, dann können wir das hier gleich nutzen. Wunderbar. Ihm Scheck hier auch noch. So läuft's bei uns. Erreiche den Eingang. Was haben wir hier noch? Munition haben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, wir könnten aber diese Waffe mal wieder austauschen. Da hätten wir auch wieder ein bisschen mehr Munition. Das würde ja passen. Das wäre ja eigentlich ideal. Und hier hätten wir nochmal einen Schuss. Dann würde ich sagen, tauschen wir die auch aus. Dann haben wir zumindest ein bisschen was. Und jetzt muss ich tauchen, oder was? Okay. Okay. Oh, ich hacke das Tor für dich. Halt die Luft an. Tor gehackt. Schnell durch, komm. Schnell durch. Es kommt mir so bekannt vor, die Mission. Als hätten wir die schon mal gemacht. Aber ich glaube, die ist einfach nur ähnlich. Einfach nur sehr ähnlich. Und ich glaube auch sehr kurz, wenn ich mich dran erinnere, was ich hier überhaupt machen muss. Dann nehmen wir nochmal Munition mit. Wunderbar.
Weiß ich, vielleicht irgendwas, was mehr Sprengkraft hat? Ich glaube, da müssen wir echt die hier nehmen. Und hier können wir noch was anderes. Nee, nee, lass mal. Kollegen, Dima. Ha, nennst du das Humor? Wo geht's hier hin eigentlich? Nirgends. Okay, gehen wir hier hoch. Da hinten müssen wir das Ding wahrscheinlich zerstören und den hier müssen wir erstmal aufmachen. Die Tür ist verriegelt. Komme ich da jetzt durch? Wahrscheinlich da runter. Lass mal sehen. Ja, die Tür den Rohren folgen, genau. Aber der Tunnel führt außen herum. Erreichen. Ziehen wir uns einfach mal hier durch. Es geht deutlich schneller. Hier müssen wir wieder hoch, genau. Ja, wenn es geht. Das kommt mir bekannt vor. Na dann, an die Arbeit. Oh oh. Oh oh. Ziehen wir uns mal hier hin. Du musst alles zerstören. Alles? Wirklich alles? Das kann ich am allerbesten. Kann ich das auch irgendwie machen, ohne dass ich hier die Leute töten muss jetzt, oder? Wäre eigentlich cool, wenn ich das gleich von hier machen könnte, ne? Oh, oh, oh. Also gut. Machen wir es halt wieder auf die Special-Variante hier. Alle tot. Sehr gut. Brauchen wir wieder ein bisschen was Härteres raus hier. Na, das reicht nicht aus. Im Check hier. Das reicht auch noch nicht aus. Jetzt haben wir's. Wieder gute Arbeit, Dima. Das war's schon. ASW ist deaktiviert. Die Rebellen können sich Corda Drakon jetzt gefahrlos nähern. Oh, ein anderer Ausgang. Ah. So, okay. Munition reicht erstmal noch aus für ein paar Wachen, falls uns noch welche begegnen werden, die wir brutal erledigen müssen. Oh, cool. Wo komme ich da jetzt raus? Der Mann aus dem Erdloch. Komm hier hoch, verdammt! Mission complete. HSW deaktiviert. Die Waffe zum Schutz der Kommandozentrale dieser Region wurde deaktiviert. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur jetzt will ich trotzdem noch hier raus. Geht's jetzt immer noch nicht hier? Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Nee, es geht. Die Späher der Rebellen konnten das Innere von Corda Drakon auskundschaften. Interessante Ergebnisse. Komm zu mir, wenn du kannst. Konnte ich doch gerade was einsammeln. Munition will ich haben. So, okay. Jo, tauschen wir aus. Ja, Abwechslung ist sehr gut. Helikopter oder so haben wir hier nicht, ne? Ne, okay, haben wir nichts. Alles klar, wir können jetzt diese Mission starten, wenn wir wollen. Das machen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Wir gucken, dass wir jetzt hier irgendwie umgebungstechnisch noch ein bisschen was leisten können. Wie zum Beispiel dieses kleine Städtchen. Das könnten wir noch mitnehmen. Ich bin ja erstmal schon froh, dass wir wieder Story-Missionen machen müssen. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst, wenn wir hier unten fertig sind. Auf hier oben. Eigentlich müsste ich hier oben mal gucken, was abgeht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, dass das hier oben nochmal richtig brutal wird, wenn ich mir so die Größe anschaue. Oh, oh. Wird, glaube ich, sehr brutal. Wenn ich mir jetzt das anschaue, das passt hier kaum rauf. Und dann hier unten die paar kleinen Inseln, wo wir jetzt auch schon ewig lang zocken dran, ne? Es könnte ein bisschen übertrieben sein. Ich glaube auch nicht, dass... Also vielleicht ist es auch auf der anderen Insel dann deutlich schneller, aber ich glaube, dass ein Just Cause 3 kein leichtes Let's Play ist und die meisten, wie ich schon gesehen habe, das Let's Play auch gar nicht beenden. Also es gibt genug Leute, die haben das jetzt schon beendet, weil es einfach viel zu lang ist. Ne? Mal gucken, wie lange wir hier noch beschäftigt sind. Vielleicht könnt ihr mir dazu ein bisschen Feedback geben, ob ihr noch was sehen wollt, ob ihr nichts mehr sehen wollt, ob es euch langweilt, was ihr sehen wollt und so weiter und so fort. Ach, da unten ist schon die Base, ne? Ich bin hier. Warte mal, dann warten wir erstmal noch. Sämtliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch.
Ich habe doch gar nichts gemacht. Machen wir jetzt mal hier die Lautsprecher. Da haben wir auch nochmal einen, ne? Oder das ist ein Generator. Aber auch kein Problem. Generator kaputt. Dann sehe ich eine Flagge. Jetzt rastet es schon wieder aus hier. Kein Problem. Alter. Wie viele sind denn da? Jo. Oh nein. Alter, wie die mal rumstehen. Schildchen hätten, das gefällt mir nicht. Kaputt! Sorge für Verwüstung. Da sind wir noch bei. Uns fehlen aber immer noch Generatoren. Aber ich glaube fast, dass die jetzt diesmal höchstwahrscheinlich hier in der Basis sind. Also sehr höchstwahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch zum Kaputtmachen? Auf den ersten Blick sieht es erstmal mau aus. Hm. Machen wir das Teil mal auf. Bastardo! Ah, da unten. Alter, wie viele auch immer sind. Alter, wo kommt... Achso, die sind von uns. Nein! Das sind Gegner. Die sind nicht von uns. Stirb, verdammt! Tot! Hacken. Ah, hier oben muss ich noch was hacken, glaube ich. Junge, bewegst du dich mal? Ja, manchmal hängt er einfach. Manchmal bewegt er sich einfach nicht mehr. Das weiß aber keine Sau warum. Einfach so, er hängt dann. Boah, den würde ich gern haben, aber... Das geht doch, das geht, Gott sei Dank. Komm, 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 schnell. Ich möchte richtig Verwüstung da lassen. Oh, es ist herrlich. Nein! Lol. Schick doch Bodentruppen, da freue ich mich drüber. Alle Einheiten hierher. Vier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Einfach mal ausrasten hier, auch wenn wir hier nichts mehr zu holen haben. Oh, da hinten, da meldet uns jemand. Das kann ich nicht zulassen. Machen wir mal die Fahne hier und dann können wir mal Zeit haben, können wir vielleicht noch mal eine Runde drehen und noch andere Städtchen kaputt machen. Wenn das Teil noch hier stehen bleibt dann. Mensch, immer dieses Rumgeflenne von den Mem. Oh, da liegt irgendwas, sehe ich gerade. Hey, juhu, geschafft. Wieder eine Garage freigeschaltet und sämtliche komische Drecksmodis, die wir aber eigentlich brauchen, um Dinge freizuschalten. 45. Ich habe vor dem gefreiten Bonnet angedeutet, Duschku wäre betrunken. Duschku. Natürlich mit voller Absicht. Duschku. Es hat keine Stunde gedauert, bis der gesamte Zug Bescheid wusste. Der Hass der Männer entwickelt sich langsam und gefährlich. Jede Strafe gegen mich stärkt ihre Loyalität. Bald reicht ein kleiner Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Warte mal, wir haben doch hier noch was, oder? Wir haben doch hier noch sämtliche Sachen eigentlich zu tun. Wir können doch hier noch mal vorbeischauen. Vielleicht gibt es hier noch was Kleinigkeit. Brüder und Schwestern, Arcus Berantia hat den Truppen von General Di Ravello gerade Arrivedere gesagt. Rico und die Rebellen haben es wieder mal geschafft. Weg. Viva la Revolution. Weg. Oh, da gibt es jetzt gleich wieder eine Mega-Explosion. Ich hoffe, dass sie keine Flugabwehr haben. Ich liebe das so sehr. Einfach nur geil. Einfach nur
geil. Pure Zerstörung. Oder meldet uns jemand? Unterstützung ist unterwegs. Aber nicht schön. Irgendwo hier muss noch was sein, sehe ich gerade. Irgendwo hier muss noch was sein, generatortechnisch. Oder Tank. Bringen wir es hinter uns. Haben wir es oder haben wir es noch nicht? Wahrscheinlich da drinnen, ne? Verstärkung ist schon unterwegs zu euch. Zielperson eliminieren. Taktischer Eingreifung. Oh nein. Wir sind scheiß Heli. Wo ist er da hinten? Geht drauf, verdammt. Drecksding. Boah, perfekt. Hier muss irgendwo noch was sein. Aber hier drinnen, ja. Jetzt. Haben wir, nice. Sehr gut. 3 von 5. Ich krieg euch alle. Einen nach dem anderen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was in der Nähe haben. Das haben wir befreit. Hier drüben vielleicht. Da könnte noch was sein. Oder? Mal gucken. Ist auch cool, dass man so komplette Bäume wegsprengen kann. Das geht nicht. Wäre ja auch zu cool gewesen. Okay, das funktioniert nicht. Dann hätten wir das hier. Was haben wir denn noch hier hinten? Glaube ich jetzt nicht. Warte mal, hier könnte vielleicht noch was sein. Da könnte noch was sein. Da kommen wir zwar gerade her, aber scheiß drauf. Jo. So läuft es hier. Ne, hier ist auch nichts. Ah, die Brücke, die gefällt mir nicht. Die müsste mal wieder renoviert werden. Oh. So einfach. Dauert es wieder ein paar Sekunden, Minuten, wenn man weg ist, und dann ist sie schon wieder neu. Ist sie schon wieder neu gebaut. So, jetzt haben wir aber trotzdem noch was offen hier. Hier unten müssten wir eigentlich haben. Hier vielleicht irgendwo? Aha, was haben wir denn hier noch? Das habe ich ja gar nicht gesehen, obwohl ich ja wieder glaube, dass sie Flugabwehr haben, was die ganze Sache wieder schwieriger macht. Ja. Ich will nicht schon wieder abgeschossen werden. Doch Kacke. Ah, das ist hier, wo wir die Jets geklaut haben neulich, ne? Glaube ich. Oh nein. Das war's. Kacke. Okay, Leute, dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir wahrscheinlich mit der nächsten Story-Mission weiter oder wir zerstören noch ein paar hübsche Gebiete. Werden wir sehen. Vielleicht könnt ihr mir, wie gesagt, einfach mal ein Feedback geben, was ihr noch sehen wollt, ob ihr überhaupt noch was sehen wollt, wie ich dieses Let's Play unterhält. Ja, das wäre auf jeden Fall richtig geil von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ihr wisst Bescheid, wie es funktioniert. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.